Ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute geht es um neue Marken bei Douglas. Und zwar, Douglas hat ja echt einen Haufen Kram auf den Markt geschmissen. Danke Douglas, habt ihr sehr gut gemacht. Und ich habe mir jetzt drei Marken rausgepickt und da wollte ich euch einfach mal zeigen, was ich schon habe von den Marken, wie ich die Sachen finde, ob das irgendwie was für euch ist. Vielleicht habt ihr dann so ein bisschen eine Idee, was vielleicht interessant sein könnte von den Marken. Weil es sind natürlich so sehr viele Marken, sehr viele Produkte und man will alles haben, aber man muss sich ja irgendwie erstmal begrenzen, weil es sei denn, man ist Millionär. Dann muss man sich nicht begrenzen, aber im Normalfall muss man sich ja ein bisschen begrenzen und deshalb zeige ich euch einfach die Sachen, die ich schon habe, wie ich sie finde, ob sie was für euch sind, erzähle euch auch noch nebenbei, was ich noch Neues haben möchte und wir tragen den ganzen Kram ein bisschen zusammen auf und es geht direkt los. So ihr Lieben, wir fangen mal an und zwar, es ist ja wirklich gerade sensationell, was bei Douglas abgeht, was die neuen Marken angeht und ich dachte, ich zeige euch einfach wirklich alles, was ich schon habe. Es steht natürlich ein Haufen Zeugs auf meiner Wunschliste, das ist klar, das werde ich euch hinterher auch nochmal so ein bisschen erzählen oder zwischendurch mal sehen. Wir fangen aber an mit der Marke IT Cosmetics und ich habe schon ein paar Sachen von denen, ja, also ich habe ja schon immer, wenn ihr meine Videos schon ein bisschen länger guckt, von IT Cosmetics schon immer gesagt, oh, wenn die zu Douglas kommen würden, das wäre für mich der Traum. Oder nach Deutschland, völlig wurscht, in welchen Shop. Und ja, es ist passiert, IT Cosmetics gibt es bei Douglas und so geil. Ich habe mir jetzt aktuell noch nichts gekauft, außer einen Pinsel. Ich muss aber sagen, ich werde ihn zurückschicken. Ich habe ihn auch noch nicht benutzt und zwar ist das der hier. Den will ich euch gleich mal zeigen. Das ist der Heavenly Luxe Complexion Perfection Nummer 7. Das ist dieser zweiseitige. Warum schicke ich ihn zurück? Ich finde ihn so klein. Er entspricht überhaupt nicht meinen Vorstellungen. Ich weiß nicht warum. Ich war, als ich ihn ausgepackt habe, irgendwie mega enttäuscht, zumal er fühlt sich mega weich an, aber irgendwas stört mich an diesem Pinsel, deshalb werde ich ihn auch gar nicht erst probieren und werde ihn an Douglas zurückschicken, er kostet auch fast 40 Euro, deshalb ist es auch kein Pinsel, den ich jetzt halt eben mal einfach so behalte, deshalb lege ich ihn direkt weg. Ich kann nicht sagen, ob das ein guter oder ein schlechter Pinsel ist, weil wie gesagt, ich habe ihn nicht ausprobiert, aber ich habe ihn gesehen und war irgendwie enttäuscht und deshalb ja, kommt er weg. Ich zeige euch, das wird so ein bisschen hier eine Kaufempfehlung meinerseits, kleine Mini-Review über die Produkte, die ich von den drei besagten Firmen schon habe. Drei, ist klar. Und zwar, meine absolute Nummer 1 Kaufempfehlung in diesem Video werdet ihr sehen. Also, es kommen noch ein paar Kaufempfehlungen, aber das ist the shit. Das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt und zwar ist das das IT Cosmetics Bye Bye Redness. Das ist so ein kleines Töpfchen, sind irgendwie 11 Gramm drin, ist auch recht teuer, kostet um die 30 Euro, aber das ist eine Neutralisierungscreme sozusagen. Also theoretisch könnte man das auch als Foundation benutzen. Mache ich aber nicht, weil mir ist es zu schade und wenn ihr seht, der Ton ist minimal zu dunkel für mich. Ich habe die Farbe Transforming Natural Beige. Ich werde wahrscheinlich mir im Winter nochmal die hellere Variante davon holen. Ich wusste damals gar nicht so richtig, dass es verschiedene Farben davon gibt und ich habe halt meinen Jungs aus Amerika einfach gesagt, bringt mir die mit, ich habe keine Ahnung. Sie soll halt die Rötung zurücknehmen. Man könnte theoretisch wirklich jetzt einfach nur ein bisschen Powder Foundation auftragen und das Thema wäre geritzt. Was dieses Produkt für mich so unfassbar einzigartig macht, ich habe jetzt übrigens keinen Primer drauf oder so, ich dachte, wir machen das heute mal ohne. Was mich so unfassbar an diesem Produkt begeistert, ist nicht nur, dass es super krass die Rötung neutralisiert. Ihr könnt es ja sehen, meine Rötungen sind fast weg. Das macht eure Haut so smooth. Die Poren werden sowas von geil verfeinert. Ich wusste das halt nicht. Das sagt das Produkt ja auch gar nicht unbedingt jetzt in erster Linie aus. Aber mein Gesicht sieht damit so geil aus. Vor allen Dingen, wenn sich das jetzt ein bisschen setzt. Also,
Ich bin so begeistert von dem Produkt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist eine ganz leichte, fast gelige Konsistenz. Und wie ihr seht, es setzt sich so semi-matt, also im Vergleich zu meiner Stirn, die habe ich jetzt nicht bearbeitet, die glänzt relativ stark noch von der Creme und so. Und ja, meine Haut ist sowas von verfeinert. Und wenn ihr Probleme mit Rötungen habt, ist das meine absolute Empfehlung. Ich finde, dieses Zeug schlägt auch jeden grünen Corrector oder so, weil mir würde das jetzt schon reichen für den Alltag, ja. Also ich bin hin und weg. Leute, das ist wirklich so ein tolles Produkt. So ein unfassbar geniales Produkt. Kommen wir direkt zum Rest des Gesichtes. Und zwar habe ich hier von It Cosmetics zwei CC Creams. Einmal die CC Plus Illumination. Die habe ich zu Weihnachten geschenkt gekriegt von meinem Mann, weil ich sie mir gewünscht habe. Ihr wisst, Illumination, voll mein Ding und so. Sie ist ganz toll, also sie macht ein wunderschönes Gesicht, super easy peasy, alles geil, aber sie hat extrem heftigen Glitzer drin. Wirklich, wirklich Glitzer, Leute. Also ihr wisst ja, wie ich zu Glitzer stehe, es ist richtig glitzerig. Und dann habe ich noch die normale, also in der Travel Size habe ich mir die mal mitbringen lassen. Ich hätte es echt andersrum machen sollen, aber gut, wer soll es wissen. Die ganz normale CC Cream ist ja quasi das bekannteste Produkt überhaupt von It Cosmetics und zu Recht, denn es ist eine richtig geile CC Cream. Ich würde es eher als Foundation bezeichnen, die hier auch, weil die Deckkraft ist recht stark, die Haltbarkeit ist super. Ich bin ganz begeistert. Was natürlich für den Sommer hier einfach der Hammer ist, ist der Lichtschutzfaktor von 50. Ich würde mich vielleicht nicht ganz alleine hier drauf verlassen, denn man trägt eventuell ja auch nicht die richtige Menge auf hiervon. Deshalb gepaart mit einem anderen Lichtschutzfaktor als Tagespflege ist das ein richtig gutes Ding. Ich habe jetzt gesehen, Douglas hat die neue Variante schon, zumindest noch nicht verfügbar, aber schon im Shop stehen. Und zwar gibt es hiervon jetzt noch eine dritte und das ist so eine Oil-Free-Matte-Geschichte für Leute mit öliger Haut und so weiter. Sicherlich für einige absolut interessant und dadurch, dass diese beiden Produkte schon ziemlich gut sind, wird das auch ein gutes Produkt sein. Ich werde die Illuminating-Variante heute für euch nehmen. Da könnt ihr mal sehen, vom Weiten mega. Ich hoffe, dass ich es nachher schaffe, das Glitzer einzufangen. Ja? Ich trage das normalerweise mit den Fingern auf, aber weil wir ein bisschen hier über die Neuheiten sprechen wollen, die es in Douglas gibt, habe ich einen Pinsel, den habe ich nicht bei, alles habe ich hier nicht bei Douglas geordert, ne, weil die Sachen habe ich schon länger, ist mein eigentlich echt mittlerweile liebster Buffing Brush und das ist der Ultimate Blending Brush von Elf. Damit tragen wir jetzt dieses Scheißerchen mal auf. Ich habe hier übrigens die Farbe Fair. Und in der anderen habe ich die Farbe Light und die ist mir ein bisschen zu dunkel. Okay, es war ein netter Versuch, aber der Pinsel ist nicht geeignet für eine CC Cream. Das machen wir wunderschön mit den Händen, das kommt besser. Foundation CC Cream ist eingearbeitet. Ich habe mir eben meine Augenbrauen gemacht, weil ich habe nichts Neues für die Augenbrauen hier rumliegen. Die CC Cream, ihr könnt sehen, meine Rötungen und meine Haut scheint noch durch. Ich muss aber sagen, dass ich das im Sommer gerade ganz toll finde, weil ich habe auch relativ starke Sommersprossen gekriegt und so. Und ich finde es halt ganz schön, wenn man die ein bisschen durchsieht. Meine Rötungen sind hier noch recht stark. Gerade jetzt ohne Brille sieht man das natürlich immer sehr heftig. Und normalerweise kommt die dicke Brille da drauf, dann siehst du davon nicht mehr viel. Aber wir haben ja einen Concealer, nicht wahr? Und zwar auch hier ein absolut gehyptes Produkt von It Cosmetics, der Bye Bye Under Eye Full Coverage Anti-Aging Waterproof Concealer. Da habe ich die Farbe Light. In Klammern steht darunter Ultra Fair. Auch nicht schlecht. Dieser Concealer ist das ergiebigste, was ich jemals gesehen habe. Also das hier reicht wahrscheinlich schon aus für beide Augen. Und
Der ist sowas von Full Coverage. Ich werde jetzt gleich noch mal ein bisschen nachnehmen, weil vielleicht so ein bisschen zu wenig war es schon. Den gebe ich mir jetzt einfach hier so ein bisschen unters Auge auf und der lässt sich super mit den Händen verteilen. Ich fand den ja am Anfang, ich fand den nicht so geil am Anfang. Jetzt teste ich ihn schon wieder wie lange habe ich denn den schon? Ein paar Monate auf jeden Fall, vielleicht seit Ostern oder so. Und war erstmal so ein bisschen, ja, enttäuscht. Irgendwie war es nicht so lieber auf den ersten Blick. Jetzt teste ich ihn aber schon wieder ein paar Wochen. Und ich muss einfach sagen, ich glaube, ich liebe ihn. Guckt euch den mal an. Also er hat eine heftige Deckkraft. Und er ist wirklich so, er hat eine ganz eigenartige Konsistenz. Ich kann euch das gar nicht so richtig sagen. Der ist so ganz fest und der lässt sich toll verblenden und der hält richtig gut. Und ihr seht, meine Rötungen sind fast weg. Ich gehe da jetzt noch mal ein bisschen an meine Problemzonen dran. Die hier, ne, ihr kennt die ja schon. Und klopft das auch hier einfach nur so ein bisschen mit den Fingern auf die Haut. Und die Farbe passt mir halt jetzt auch total gut, finde ich. Sie hält ein bisschen das Ganze auf. Und damit das nicht ganz so seltsam aussieht, hier hell, da hell und hier dunkel, gebe ich mir jetzt hier auch nochmal so ein bisschen was hin. Also ich sag mal so, ich bin ja immer noch in der Testphase mit diesem Concealer und ich würde euch jetzt nicht die ultimative Kaufempfehlung aussprechen. Wenn ihr aber gerne mit Concealern hantiert, denke ich, ist es was, was ihr euch unbedingt mal angucken solltet. Wollen wir es einfach mal so ausdrücken, ja. Ihr könnt es sehen, sehr schön aufgehellt, illuminierend, passt halt super zu den Produkten von vorher. Und man kann ganz toll damit arbeiten. Ich sag mal so, ganz creasefrei ist er bei mir nicht. Ich finde, minimal setzt er sich ein bisschen hier in diese kleinen Fältchen rein. Aber das setzen wir jetzt gleich sowieso. Ich will jetzt mal versuchen, euch das Glitzer zu zeigen. Ich weiß nicht, ob meine Kamera das auffangen kann. Das wäre ein bisschen zu nah. Weiß nicht, da, jetzt müsstet ihr es sehen. Ihr müsstet, und ich habe das Gefühl, dass das Glitzer sich hauptsächlich hier so mit, weil überall anders fällt mir das gar nicht so auf oder empfinde ich das auch gar nicht als so schlimm, aber hier im Mundbereich habe ich immer das Gefühl, es sieht aus, als hätte ich so eine Packung Glitzer auf mein Gesicht geschüttet, weil hier in dem Bereich fällt mir das nicht so auf und ich finde, es ist natürlich wirklich sehr illuminierend das Ganze, was mir natürlich sehr gut gefällt, aber hier im Mundbereich habe ich immer das Gefühl, Glitzer, und das gefällt mir gar nicht. Wir sind schon fast durch mit It Cosmetics, gehen wir mal zu Hourglass. Und von Hourglass habe ich tatsächlich nur zwei Produkte hier liegen, und zwar sind das die hier. Ein drittes ist auf dem Weg, und zwar die Stick Foundation, also um die schlawenzel ich ja schon seit Ewigkeiten rum und jetzt habe ich sie mir bestellt. Sie ist leider noch nicht da, deshalb kann ich sie euch noch nicht zeigen. Aber die beiden Scheißerchen. Und sicherlich wollt ihr darüber was hören. Hierüber habe ich schon einige Male gesprochen in meinen Videos. Die habe ich zu Weihnachten geschenkt gekriegt. Und das Scheißerchen habe ich jetzt seit, ich weiß nicht, so anderthalb Monate. Bam. Ich kann es euch sagen. Es ist das einzige Puder, was ich im Moment benutze und es ist einfach nur genial. Wir tragen das mal auf. Ich brauche dazu, nehme ich immer zwei Pinsel im Moment. Das ist ein Setting Powder. Ich hatte ja gehofft, dass es mehr illuminierend ist. Es ist nicht matt, aber auch nicht illuminierend. Was ja am Ende des Tages wirklich ganz cool ist. So sieht es aus. Es hat ein wunderschönes Packaging, was natürlich ganz schnell versifft ist. Ich nehme meistens aus dem Deckel für unter meine Augen und gehe da einfach mal so ein bisschen ran. Das mache ich im Moment hier mit dem von Zoeva Petite Face Definer.
nehme mir noch ein bisschen nach, arbeite das schön in den Pinsel ein und drücke mir das erstmal einfach so überall hin. Und ihr könnt schon sehen, der erste Glanz ist natürlich genommen, aber es ist auch nicht matt, sondern es ist irgendwas anderes. Das Puder ist sowas von geil. Jetzt nehme ich noch mal einen großen fluffigen Pinsel und gehe noch mal ordentlich rein ins Puder und drücke mir das Ganze auf den Rest meines Gesichtes. Es fühlt sich so gut an und es fühlt sich überhaupt nicht trocken pudrig an, was ich natürlich liebe. Sondern es fühlt sich einfach nur gut an. Es fühlt sich gut an. Ich weiß natürlich nicht, wie das ist bei Leuten, die jetzt so eine ölige Haut haben. Da kann ich natürlich wie immer nichts zu sagen, ob das jetzt gut hält, ob das Make-up gut fixiert. Bei mir tut es das. Also mein Make-up sitzt damit ganz toll und auch den ganzen Tag lang. Und deshalb ist das für Leute, die so eine normale Mischhaut bis trockene Haut hat, finde ich, ist das eine absolute Kaufempfehlung. Es ist nicht billig, das muss ich einfach sagen. Es kostet um die 50 Euro, aber Hourglass ist halt nicht billig. Ja, so ist das. Das wisst ihr wahrscheinlich schon selber. Von daher ist das so ein tolles Puder. Ihr könnt jetzt auch gleich sehen, dieses Illuminieren von der CC Cream ist gar nicht weg, sondern es ist immer noch da. Meine Haut sieht unheimlich frisch aus. Und wenn das sich jetzt noch ein bisschen setzt, wird es noch frischer. Also sieht es noch besser aus, noch weniger weniger matt, als es jetzt ist. Also es ist ein ganz, ganz tolles Puder. Wow. Genauso wie ich es mir gewünscht habe. Ja? Das ist ja immer, wenn man sich so ein teures Produkt kauft, dann wünscht man sich natürlich, dass das funktioniert und nicht scheiße ist. Hiermit, dazu komme ich gleich nochmal. Ich wollte jetzt erstmal euch ein bisschen was von Elf zeigen, weil Elf ist für mich auch eine super Marke. Ich sag mal so, ich weiß nicht, wenn ich das erste Mal mit Elf in Berührung gekommen bin. Das ist ja keine neue Marke oder so. Es gibt die ja schon seit Ewigkeiten. Aber ich möchte mal sagen, so 5, 6, 7, 8 Jahre oder sowas in der Art. Deshalb habe ich auch ein paar Produkte. Ich wollte euch einmal erstmal kurz meine beiden Pinsel zeigen. Den Ultimate Blending Brush hatte ich euch ja schon gezeigt. Der ist ganz toll für Foundation. Für die CC Cream ist er halt einfach nicht toll. Aber ist ein sehr schöner Pinsel. Und dann habe ich noch ganz alt den Elf Stipple Brush. Den gibt es aber leider nicht bei Douglas, was ich schade finde, weil der ist jahrelang mein liebster Creme-Produkte-Pinsel gewesen. Also ich habe damit Foundation ganz oft aufgetragen. Habt ihr auch in meinen alten Videos sicherlich schon gesehen. Creme, Rouge und alles Mögliche habe ich damit aufgetragen. Ich finde das ein super Pinsel. Super, super, super. Schade, dass es ihn nicht gibt. Dann habe ich die Elf Illuminating Eye Cream. Die nehme ich im Moment jeden Tag. Das ist eine ganz leichte Gel-Creme. Wirklich, das sieht man jetzt natürlich ganz schlecht. Also die ganz leichte Creme. Ist eine schöne feuchtigkeitsspendende Creme, kann man nichts gegen sagen. Und dann habe ich noch drei Puderprodukte. Und zwar fangen wir mal an mit dem Cool Bronzer, den es leider nicht bei Douglas gibt. Das ist ein Bronzer, den habe ich so abgefeiert. Das ist auch der zweite tatsächlich. Ich habe den mal nachgekauft. Es gibt den normalen, den Warm Bronzer, so heißt der, glaube ich. Den gibt es bei Douglas, aber die Cool-Variante leider nicht. Aber die beiden Scheißerchen. Und zwar haben wir hier einmal Fiji Matte und St. Lucia. Das sind so Blush-Duos. Und das hier ist der Fiji Matte. Ihr seht, der hat Hit the Pan. Unglaublich. Das ist ein Bronzer und ein Rouge. Und dann haben wir Trecker Alarm. Yippie. St. Lucia wird ja immer so gehandelt als Dupe zum NARS Laguna Bronzer und Orgasm Blush. Ich kann das überhaupt nicht bestätigen. Also alles, ich hab keins von beiden, aber alles, was ich gesehen habe, war das Orgasm Blush immer pink. Der hier ist definitiv Peach. Und beim Bronzer weiß ich es halt nicht. Wobei, was mich hier extrem stört, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, der Blush hat richtig fette, goldene Glitzerstückchen drin. Was natürlich nicht mein Fall ist. Das ist eindeutig mein Favorit von den beiden. Und den benutzen wir jetzt auch mal, ne? Das ist ein ganz schöner, dezenter Bronzer, der übrigens mit dem Stippling Brush auch super aufzutragen ist. Trecker-Alarm! Ja, er ist wirklich dezent, der Bronzer. Ich muss aber natürlich auch sagen, dass dieses Produkt, wie gesagt, schon ganz viele Jahre alt ist.
Obwohl, ihr könnt es wahrscheinlich jetzt sehen. Doch, jetzt macht er. Jetzt kommt er, jetzt kommt er. Der ist ein bisschen staubig. Aber ihr seht es sehr schön, oder? Dann nehmen wir auch gleich hier von das Rouge. Das Rouge sieht ja sehr dunkel aus in der Verpackung, aber ich finde das unheimlich natürlich. Und ich mache hiermit nochmal so ein itzi-bitzi kleines, schnelles Augen-Make-up. Und zwar gebe ich einfach den Bronzer so ein bisschen in meine Lidfalte. Ich mache das ja sehr häufig, weil gerade als Brillenträger siehst du ja oft vom Augen-Make-up nichts. Deshalb ist das wirklich so meine Lieblingsvariante für den Alltag, obwohl ich 400.000 Lidschattenpaletten habe. Aber trotzdem mache ich das halt einfach ultra gerne. St. Lucia, wir können ja nochmal den Bronzer so ein bisschen übergeben, gucken, was der so... Aber ich weiß, ihr seht ja auch, der ist nicht so viel benutzt, es hat mich nicht so getoucht. Gut, der Bronzer ist ganz schön, ne? Aber auch der hat so ein bisschen, ja, oh, immer meine Haare, ey. Der hat auch so leichte Glitzerpartikel drin. Na gut, der ist ganz schön, das muss man einfach sagen. Aber das Rouge halt echt, ist nicht mein Fall. Das werde ich mir jetzt auch nicht drauf machen, sonst ärgere ich mich den ganzen Tag über den ganzen Glitzer an meinem Gesicht. Habe ich ja schon eh genug. Also von daher bitte nicht. Wenn ihr auf Goldglitzer in Rouge steht, dann ist auch das was für euch. Aber für mich ist das definitiv nichts. Kommen wir zum letzten Scheißerchen. Nee, noch nicht ganz. Ich lüge. Vorletztes Scheißerchen. Und zwar die Hourglass Palette. Also es ist natürlich so, dass hier ist eine Limited Edition, die ist von Weihnachten. Ich weiß aber, dass die jetzt aktuell, glaube ich, für den Sommer oder für den Herbst wieder sowas rausbringen, halt mit ein bisschen anderen Tönen. Ich nehme hiervon jetzt den Highlighter. Das ist übrigens die Farbe Strobe Powder Hypnotic Strobe Light. Die ganzen Hourglass, oder besser gesagt, dieser Highlighter hat mir ein bisschen zu starken Glitzer. Aber warum auch immer hat das so einen Glitzer, dass mich das nicht richtig stört. Ich trage den tatsächlich im Alltag auch relativ häufig, weil irgendwie ist das so ein schöner Highlighter. Ich kann euch das schlecht beschreiben. Obwohl der Glitzer drin hat, finde ich den toll. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist einfach so. Die anderen Hourglass Puder, die ich hier drin habe, das habe ich ja einmal das Finishing Powder Diffused Light und das Dim Light. Das ist das Diffused Light, das ist Dim Light. Beide sensationell. Und ich zeige euch das mal eben. Hier war Highlighter dran. Wartet mal, ich muss mal kurz einen Pinsel suchen. Hier, wir nehmen den. Ich nehme mal das Diffused Light, das ist das helle, und gehe da mal so ein bisschen rein. Und das trage ich mir hier nochmal unters Auge auf. Und könnt ihr das sehen, wie wunderschön das so ein Glow hinterlässt. Ein richtig tolles Puder. Und auch das Dim Light kann man ganz toll nochmal so ein bisschen übers Gesicht stäuben. Und hat gleich so einen extrem frischen Glow. Also richtig, richtig schön. Der Bronzer, das ist der Luminous Bronze Light. Den gibt es auch bei Douglas, aktuell halt in der großen Variante. Es gibt verschiedene. Das ist eigentlich der schönste Bronzer, den ich kenne, weil der zaubert so einen tollen Glow aufs Gesicht, so eine schöne Farbe, relativ hell, würde ich sagen. Ich werde mir auf jeden Fall noch einen anderen Bronzer holen von Hourglass, weil ich so hardcore begeistert bin. Diese kleinen Fännchen sind halt einfach nicht so toll, ne? Man hat nicht so viel Platz, mit dem Pinsel da reinzugehen. Das ist so, naja. Aber ich werde auf jeden Fall noch ein paar von den Pudern holen. Die beiden Blushes gibt es nicht bei Douglas. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt vielleicht nur für diese Limited Edition da waren. Das ist einmal Surreal Halo und Pure Effect, die beiden hier. Und da gehe ich ganz gerne in beide rein. Aber ich nehme heute nochmal den Rosa und gebe mir den so ein bisschen. Oh, und ihr könnt schon sehen, die sind halt wirklich... Ich dachte bei den Rouges, dass die mir zu dezent sein könnten. Im Gegenteil.
Leute, die sind sowas von stark pigmentiert. Aber guckt euch das mal an. Ganz ehrlich, diese Palette, wenn wieder so eine Palette rauskommt, Leute, es ist jeden Cent wert. Ihr müsst natürlich gucken, was ist drin, ne, ob es euch auch wirklich interessiert. Ich habe natürlich hier Glück gehabt, weil Dimlight und Diffused Light waren die beiden, die ich sowieso testen wollte. Die sind so geil, der Bronzer ist so toll, der Highlighter ist trotz Glitzer schön. Überall ist hier so ein bisschen Glitzer drin, irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Wisst ihr, also diese Hourglass-Puder, diese, also ich denke auch, dass die generelle Palette, es gibt ja die Ambient Lightning Palette, gigantisch ist. Deshalb, diese Puder von Hourglass sind ein Traum. Ein Traum, ein Traum, ein Traum, ein Traum. Und ich bin so hardcore gespannt auf die Foundation, ja, weil die wird ja von vielen echt so hoch gelobt. Deshalb, ich bin da so gespannt drauf. Halleluja! Kommen wir zum allerletzten Produkt und das war eine, habe ich hier als Probe, und zwar ist das wieder It Cosmetics, die Superhero Mascara. Da bin ich auch ganz, ganz doll gespannt drauf und wir tuschen uns mal die Wimpern, ne? Natürlich erstmal die gute Wimpernzange. So, gucken wir uns erstmal das Bürstchen an. Das ist recht groß, würde ich sagen, aber nicht dick, sondern halt eben eher lang und auch, würde man sagen, kein spektakuläres Bürstchen. Es ist First Impressions für mich, Leute, übrigens. Definitiv eher, wie soll ich sagen, natürlich, also nicht klumpig oder sowas und fett, sondern... ja, so auffächernd und definitiv Länge. Erster Eindruck, gefällt mir tatsächlich außerordentlich gut. Ich bin ja immer so nicht der Typ, der unbedingt, also ich habe schon ein paar High-End-Mascaras, aber ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, oh, Mascara muss unbedingt teuer sein. Uiuiuiuiuiui. Okay, bei der zweiten Schicht kriegt es ein bisschen Fliegenbeine-Touch. Aber nicht schlecht. Also nicht so, dass ich sagen würde, oh Gott, nee, so kannst du es nicht lassen. Schon ein bisschen fliegenbeinig bei der zweiten Schicht. Also die erste Schicht fand ich schöner. Die war sehr natürlich, sehr getrennt. Die zweite Schicht ist eher so ein bisschen fliegenbeinig. Ihr könnt es sehen. Obwohl ich es nicht schlecht finde. Also ich finde es nicht so, dass ich jetzt sagen würde, nee, das geht gar nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass ich sie mir unbedingt kaufen werde. Ich teste sie mal noch ein bisschen aus und lasse es euch irgendwann mal wissen, wie es war. So, das waren die ganzen neuen Produkte von den neuen drei Marken, die ich euch zeigen wollte. Ich habe einiges auf meinem Wunschzettel stehen. Ich wollte nur noch mal ganz kurz sagen, was da so grob draufsteht. Ja, also ich werde euch jetzt nicht alles im Detail sagen, aber bei It Cosmetics steht definitiv ganz oben auf der Wunschliste das Bye Bye Pores gepresste Puder. Es gibt da ein loses und ein gepresstes Puder und da steht das gepresste Puder ganz oben noch auf meiner Wunschliste. Ansonsten finde ich die Pinsel ganz interessant, wobei ich halt diesen Pinsel jetzt, wie gesagt, der hat mich irgendwie enttäuscht. Da muss ich einfach mal gucken, was sich da noch ergibt. Die haben auch noch ein paar schöne Bronzer und so weiter. Die stehen aber halt nicht ganz oben auf der Liste. Bei Elf stehen so einige Sachen auf der Liste. Und zwar, ich will mal ganz kurz meine Wunschliste angucken, damit ich euch keinen Scheiß erzähle. Also von Elf steht auf jeden Fall diese Sonnencreme auf meiner Liste ganz weit oben. Und zwar gibt es hier, die ist noch nicht lieferbar leider, die Beauty Shield heißt die. Das ist eine Lichtschutzfaktor 50 Creme. Die steht ganz oben auf meiner Wunschliste. Außerdem die Foundation, die interessiert mich sehr. Und bei Hourglass, da die Foundation natürlich, die ist schon auf dem Weg zu mir. Und eine andere Farbe von dem Bronzer, auf jeden Fall. Und noch das ein oder andere Rouge, denke ich mal, wird bei mir landen. Das sind so die Sachen, die bei mir auf der Wunschliste stehen.
Erzählt mir mal bitte, ob ihr schon Sachen von den drei Marken habt, was da auf jeden Fall total toll ist, was man sich auf jeden Fall mal angucken muss. Das würde mich sehr interessieren. Und oder interessiert es euch gar nicht? Sagt ihr so, also die Marken, die interessieren mich nicht. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ey. Vor allen Dingen Hourglass ist echt. Aber auch It Cosmetics, also schon sehr interessante Sachen. Das ist das Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!